herzlich willkommen bei Max Bonsai & More. Ich habe in letzter Zeit öfter mal so ein paar kleine Schälchen in die Hände bekommen. Und da dachte ich, die sind doch eigentlich toll und man müsste doch auch im Bereich Bonsai oder Pflanzen allgemein was damit machen können. Nun ist das Problem immer, dass die Schalen eigentlich keine Abflusslöcher haben unten. Und zu diesem Zweck habe ich mir einfach mal so einen Diamantbohrer besorgt und versuche jetzt mal, ob ich in diese Schalen unten ein Loch reinbekomme, um dann später vielleicht irgendein kleines Bäumchen reinzupflanzen, was auch immer. Kann man mal schön als kleines Präsent mitnehmen, wenn man irgendwo hingeht. Und da wollte ich euch heute mal mit dazu nehmen. So, das hat also ganz gut geklappt. Ich habe jetzt hier ein kleines Loch drin. Ist einigermaßen gut geworden. Und nun versuche ich mal ein kleines Bodensieb, also ein kleines Gitter, unten reinzubekommen, damit hinterher das Substrat nicht rausfällt. Biege ich hier um. Jetzt versuche ich mal, ob ich es ein bisschen noch gebogen kriege. Dass es auch einen sicheren Halt hat. Nun ist alles vorbereitet und nun könnte ich mir mal überlegen, was wir da einpflanzen. So, jetzt haben wir alles soweit vorbereitet und nun werde ich hier mal ein bisschen Drainage reintun. Ein bisschen zum Bescheren, das sollte schon reichen. Und nun kommt schon mal ein Punkt Substrat rein.
So, ich habe was gefunden. Und zwar einen kleinen Feldahorn, einen Acer Campestre. Und da ich nächste Woche einen Bonsai-Freund besuchen werde, ist das doch eigentlich ein schönes Präsent, was ich hier mitbringen kann. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich werde jetzt ein bisschen Substrat auffüllen. Ist doch mal was anderes. Statt Blumen. Werde ich noch ein bisschen Moos zur Deko draufpacken. Aber das kann er sicher dann selber entsprechend umgestalten noch, je nachdem wie er das möchte. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ich werde es euch nochmal auf den Drehteller stellen und dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen.